der Herr Doktor, oh Herr Mann, ey, Bescheid und in Kacke. Unten, bitte, danke. Oh Mann. Doktor, was macht man bitte? So, wer von euch denn das Lagerfeuer hier eigentlich sehen? Hat jemand Marshmallows dabei? Lagerfeuer. Jetzt ist weg. Ich mach jetzt nur Chaos und noch viel Zeit. Ohne Spaß, ich verstehe überhaupt niemanden, weil alle durcheinander reden. Können wir bitte irgendwo anders hingehen? Ja, aber denkst du, wie das ist, wenn du in den Kavalle auf Streife gehst? Weißt du, alter Vater, ey. Da kriegst du ja Kopfschmerzen von. Ich hab das auch alles nachbearbeitet jetzt in der aktuellen Folge und hab alle lauter gemacht. Oh, krass. Das war richtig viel Arbeit. Ja, ich hab die jetzt alle schon, glaube ich, schon fast zu laut. Wir sind so laut wie MTS, ey. Ach, die Folge, wo wir den Salztransport geschützt haben, oder? Die ist übrigens schon online gewesen vorher. Ja, eure, aber unsere noch nicht. Ja, richtig. Die hier von der Kose. Der Effektebalken, oder? Der Effektebalken ist der Direct Communication. Ich hab alles ganz voll. Dreh den mal lieber runter. Ich hab immer alles ganz voll. Ich hab grad mal geguckt, wie meine Einstellungen sind. Dann ist der erschreckend bei im Vergleich dazu dann zu laut. Wahrscheinlich bist du schon voll. Ja, wenn die Hellcat noch voll stellt. Wir fallen besser nicht die Uhr an. Wo gehen wir denn jetzt hin? Toxic. Der Talbank? Nee, der ist gescheitert. Gescheitert, aber der Herr Toxic braucht eine Luftunterstützung. Die fliegen gerade an der Federal Reserve, die verfolgen den Ifrit. Oh, ein Ifrit. Ifrit, wir kämpfen gegen Ifrit, finde ich gut. Ja. Ja, seitdem wir hier das Sprit-Update eingeführt haben, ja, haben wir wieder viele Ifrits unterwegs. Oh, weil die viel Sprit dabei haben? Nee. Also wir haben anders, bei Arma habt ihr ja gemerkt, so der Spritverbrauch der Fahrzeuge war ja ein Witz. Ja, du bist 6 Stunden durch die Gegend gekurft und hast vielleicht 10% deines Tanks verloren. Also wenn ich das im echten Leben könnte, wäre ich happy. Ja. Ah, und das haben wir mal angepasst, sodass jetzt die Fahrzeuge alle viel, viel mehr Sprit verbrauchen. Also so ein Helikopter ist im Schnitt nach einer halben Stunde leer. Das haben wir wohl schon mitbekommen, ja. Kann man auch nicht mehr an den Tankstellen tanken mit Helis? Nee, dafür gibt's, also für Helis gibt es die Kerosintankstellen auf der Karte. Und für die Fahrzeuge funktionieren die normalen Tankstellen. Aber muss man dann auch bezahlen? Ja. Ah. Hast du schon mal einen Ort auf der Welt entdeckt, wo man umsonst tanken kann? Ja, Odessa war hier vor dem letzten Update. Ja. Überall, hier ist ja Krieg, ohne Spaß, gerade am Airfield hat's gebrannt, da brennt's schon wieder. Was ist denn los? Liegt das daran, dass 100 Leute am Server sind? Nee, das ist das aktuelle Bohemia Interactive Update, 118. Und so wie es wohl heißt, ist das der Netcode von DayZ Standalone. Und das merkt man halt mit den Fahrzeugen. Das heißt, die Fahrzeuge stehen bei allen Playern unterschiedlich. Oder bei allen, die nicht in der Nähe waren vorher. Ja. Also wenn ein paar das Fahrzeuge, haben wir auch schon festgestellt, ne? Bei der letzten Session. Da war das echt bei uns. Wir waren gemeinsam unterwegs und manchmal waren da beispielsweise kaputte Gebäude bei dem anderen nicht. Mal ein Fahrzeug bei dem anderen nicht. Total bescheuert. Genau. So sieht's halt aus. Ah, da vorne fährt er ja. Auf 0. Ah, 303 fährt er momentan. Fährt aber wieder schneller weg. Iron Processing. Nein. Unterhalb. Richtung Oilfield. Da direkt neben unserem Kollegen, unter dem Heli-Kollegen, ist jetzt rechts abgebogen. Hat umgedreht, ist jetzt auf 202. Wie geht man gegen so einen Ifrit vor, wenn man in der Luft ist? Entweder man fliegt vor und versucht ihn mit Spike-Strips zu stoppen. Das wird jetzt bei ihm wahrscheinlich schwierig, weil er ziemlich unberechenbar gerade fährt. Ja. Ansonsten hast du eigentlich keine Chance. Auch am Boden, die Viecher halten mittlerweile wirklich viel zu viel aus. Also früher. Das heißt, ihr verfolgt den jetzt, also wir gucken jetzt mal zu, wie der ein bisschen spazieren fährt und können nichts machen. Ja, bis er halt an der Tankstelle fährt, ne? Was wird später, ne? Ja, okay. Aber wir fliegen jetzt zum Oil, oder was? Ja. Ich sag das mal kurz durch. Toxic war Bravo, ne?
Oh, krass, wie man. Wir drehen wieder ab Richtung Old Trader. Wenn man die ganzen Polizisten auf der Karte sieht, ist ja total abgefahren. Passiert ja richtig was. Was sehen Nox? Moment. Ich hab's mir kurz markiert. Ja, wir haben auch die Ruhe weg, habe ich das Gefühl. Ach, sehe ich nix. Da muss ich dann gewöhnen, weißt du. Ich habe auch einmal voll geschlossen. Ja, ja, weißt du, erstmal hier, jetzt mal auf. Da wurde irgendwie richtig krass hier der Checkpoint übernommen. Da haben wir hier direkt genau unter uns erstmal ein Alkohol. Doch, auf dem Tower. Linker Tower. Okay, okay. Und dahinter ist auch ein Heli. Und der ist bei mir wieder in der Luft. Dann wird er den Bäumen. Weg. Die Ruhe weg. Und jetzt geht's schon los. Leute, ich kann da oben Bier holen. Bis gleich. Genau. Und der hintere Tower, der ist auf jeden Fall. Sieht sah besetzt aus. Oder ist gerade war der Desing von der Heli. Aber da. Warte, ich bleib noch geschossen. Kurz da. Ja, ja, wollte gerade sagen, ich hab Tracers gesehen. Das heißt Feuer frei? Woher kamen die Tracer? Hinter dem Hügel müsste Nordwest gewesen sein. Ja, check verstanden. Müsst ihr auch auf Bram, falls ich drauf gehe? Ja, ich nehme auch auf. Ich bin dabei. Der Schnicke. Was heißt falsch? Du bist auf jeden Fall. Bei Bram, sie rücken mit mir über links vor. Wir gehen die Seite rein. Ja, nein. Ich habe das Gefühl, dass wir mit allen neue Seite reingehen, oder? Na, wir teilen uns ein bisschen auf. Damit die sich nicht auf eine Seite einschießen können. Haben wir direkt Schuss? Dann muss ich über die rechte Seite laufen. Okay. Auf Kings momentan schon. Ja, natürlich nach Möglichkeit zu, bitte versuchen die Jungs. Okay, sechsfacher Mord hat Trevin schon, sag mal, dreht der gerade am Rad. Warte kurz, ich hau mir kurz einen Red Gold rein. Weg. Da renn ich doch mit. Ready? So. Ja. Ja. Okidoki. Seid ihr gerade schon? Links am Tor? Ja. Ja, Peter, du kannst ruhig aufrücken zu uns. Boah, ich hatte da vorne bist du seit dir. Okay, genau. Ich komme. Und wir versuchen uns jetzt auch so ein bisschen hier hoch zu bewegen. Mit den Steinen halbwegs als Deckung. Das ist halt eine sehr unschöne Situation. Geht ihr zum Military? Jo, check. Rennt ihr ganz außen rum? Nee, wir sind drin. Der hintere hast du gesehen, Nox. Okay. Der hintere, der nordwestliche. Okay. Oder nord-nordwestliche. Ja, die Deckung ist hier ja echt extremst. Die überall sitzen. Ja, die sollen wohl angeblich in der Militärbasis sein. Dass sie quasi von uns aus gesehen hinter dem Old Trader ist, oder? Ja, genau. Ja, genau. Wir rennen genau drauf, ja. Ja, im Norden die. Kompass. Hast du jetzt deinen Kompass eigentlich? Letztes Mal hattest du keinen. Diesmal habe ich einen. Sehr gut. Ja, die Towers sind soweit clean von meiner Position aus. Ja. Checks sind jetzt an der Militärbasis dran. Bewegen uns rechts lang Richtung Norden bis zum Eingang. Let's get this motherfuckers. Die Bram, wir safen hier unten. Aber vermutlich sind die schon längst weg. Ja, guck mal wo. Vielleicht finden wir noch irgendeinen. Aber wir haben keinen Heli wegfliegen hören, oder? Sollen wir den impounden, der da steht? Zur Alpha zugestoßen. Oh ne, das ist kein Auto zum Impounden. Name? Führung? Ja, ich sehe einen roten Truck. Check, also Military Base seems clean. Wir haben Kontakt auf 030. 030? Da den Bäumen. Ist aber eure Richtung, oder? Oh, das ist ja dann noch. Check mal kurz, wem der Military Base aus. Ja, Moment, einmal ja. Search Vehicle. Sollen wir mal auf den Tower drauf für Übersicht? Hier steht jetzt, das Vehicle has no information, it was probably spawned in those cheats. Ja, warte, wie ich Lockpicks gerade.
Helikopter? Namen Nosch sind jetzt. Da kamen wieder Tracer-Schüsse hinten im Norden. Ich hab das Gefühl, der Kampf hat sich ein. Check da hinten, ich habe Kollisionslichter. Kontakte. Mehrere. Direkt. Welche Richtung? Norden? Ja, 032. Ein Big Hummingbird. Eine Limousine Sport. Ghillie-Suit Fighter. Bei drei bestätigte Personen. Schießen die auf uns? Negativ, die haben ihr eigenes Feuergefecht. Okay. Im Wald. Wir lassen genau. Dr. Frodo bei der Limousine. Einer verletzt. Siehst du praktisch direkt jetzt vor uns. 12 ja, Uhr, dieses sie. Kleine Waldstück. Und davor ist ein Helikopter. Und da siehst du auch die Tracer fliegen. Sieht so aus, als wären die auf den Baum geklettert. Markier das mal gerade auf der Karte. Und hier kommen wir gar nicht raus, ne? Doch. Ne. Doch, doch. Doch, so. Geradeaus. Kings Trav und Princeton zusammen. Glaub, wir sind auch sicher, Butz. Wie bitte? Glaub, wir sind noch sicher. Ja, ja. Meter ungefähr, Leute, von euch. 763. Ja, ist immer noch langsam hier. Dann das eine ist Pinsel. Wenn ich da reinkrieg. Der andere ist down. Noch einen bestätigten Kontakt. Der startet Leben. Den Motor vom Heli. Auf oder der 049 kommt Lokta. Ja, der Helikopter ist noch unbesetzt. Wieso drehen sich die Retoren bei mir? Das könnte natürlich auch ein Netzwerk-Code-Bug sein. Weg. Die Princeton und Treven werden anscheinend geflankt. Ich hab mein Meat Shield dabei. Dein was dabei? Shield. Ah, jetzt warte mal, ich glaube, ich sehe sie. Ja, check. Check, 12 Uhr, unsere Laufweg. Wald dran. Wir nähern uns, weiter. Nächste Kette hat man. Oh, ganz von links kam noch von dem... der Farm. Ja, da ist, da ist auch noch ein SUV, der da... Oh, weiter links, auf 009. Bitte. Jo, krass, klar. 900 Meter. Haben wir jetzt drei Parteien hier? Wir ziehen jetzt hier gleich erstmal Stelle. Eine Tanne. Mit welcher Taste macht man nochmal den, Abdrehen, sonst wird einer von uns erschossen. Kompass A, da. Ja, da, Kings Trevin, habe ich 031, 1100 Meter. Und weiter weg. ASK Reservers. Notärzte. Winstel sich auch noch. Ich habe Trevin mal auf der Karte markiert. Einer rennt da zum Waldstück, oder? Ja. Einer liegt im Wald, ah ne, ist die Limo. Soll ich mal den Burschen ein bisschen auf, oder? Also Zugriff? Oder von hier aus schießen? Ne, ich schieß von hier ein, zwei Kugeln. Auf die Distanz. KSK rückt aus Westen vor. Kings Traven zieht sich weiter zurück. 1100 Meter von unserer Brücke. Ja. Woran einer von denen kommt sehen, jetzt am Wald an. Sind. Wir haben Range-Fahne. Aber kriegt man den her? Als Archen. Ah, okay. So. Tja, wir dürfen sowas nicht haben. Wir sind Zenobi. Wir dürfen nicht wissen, wie weit die entfernt sind. Ja gut, die Info kriegt er ja von uns. Winsel hockt immer noch im Wald vom Helikopter. Movement jetzt in unsere Richtung. Der hat sich hingelegt. Ich kann aber nicht genau sagen, wo das ist.
Ich kann es dir, warte mal, ich markiere es immer gerade. Jetzt rennt er wieder zurück in den Wald rein. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr den Typen ja auch. 1200 Meter im Ghillie Suit. Das ist Trevin. Ja. Wie könnt ihr sehen, wer das ist? Und daneben kommen. Aber. Nee, daneben. Trevin hält an. Ja, an am Haus. Hauswirtschaft da. Ja, ja. Er macht sich im Haus wahrscheinlich bequem. ASK rückt weiter Richtung Limo Sportfahr. 029. Oh Jungs, ich muss gerade auf Klo. Ja, mach das mal lieber. Tiefstes Bedürfnis, da einfach reinzurennen. Ja, aber. Und ich bin betrübt, dass das Night Vision nicht mit dem Binoculars funktioniert. Der geht immer mit dem Rage. Dem ist, dass es wahrscheinlich zwei Kriegsparteien sind, wir uns da eigentlich nicht einmischen dürfen. Ah, okay. Ich habe versucht, dich auszuziehen. Aber das hat nicht geklappt. Herr Leutnant, der Geiselnehmer, Name ist Hausparty. Der will jetzt für meinen Kopf 500.000 haben, sonst erschießt er mich auch noch. Er hat meinen Kollegen schon erschossen. Und so leicht machen wir es aber nicht. Also in der Regel schicken wir jetzt noch erstmal einen Unterhändler rein. Bei 500k ist ein bisschen too much. Achso, solche Geiselnehmer-Aktionen, die kommen häufiger. Ja. Und wir schicken halt einen zum Verhandeln rein. Immer. Ferro, frag mal bitte Ihren Geiselnehmer, warum er einfach einen Kollegen erschießt und was er dazu sagt, dass wir auch einen Kollegen von Ihnen haben. Die glauben nicht, dass sie die zwei Kollegen von denen hat. Die meinen nur, dass Funk abgebrochen ist. Die meinen, die sind beide tot und würden uns auch erschießen. Alles klar, dann werden wir jetzt... Ja, wir werden ihren Kollegen ein Telefon in die Hand geben und er wird dann ihren Geiselnehmer anrufen. Verstanden. Krass, ey, was ist denn Charlie, Juliette und Bravo hängen auf einem Spot gerade rum. Ja. Wie funktioniert denn das mit dem Telefon? Das ist jetzt eigentlich nur Roleplay, das heißt, das findet mir im Kopf stand, symbolisch gesehen. Das so, Telefon okay. Hat er die ganze Zeit gehabt. Das ist im Endeffekt der Funk. Er sagt, dass seine Kollegen ihn nicht mehr interessieren. Er will für meinen Kopf 500.000 haben. Ihm ist egal, was mit den anderen passiert. Ja, Roleplay wieder vom Feinsten, die Typen. Dann, halt ihn bitte etwas hin. Wir schicken einen Unterhändler vorbei. Sag ihm das. Der ist schon auf Chief dem Nox, Weg. Ich hab sie nicht verstanden, sie haben nur geleckt. Nochmal bitte. Sag ihm bitte, wir werden einen Unterhändler zu ihnen schicken. Er befindet sich, ist schon auf dem Weg. Unterhändler. Verstanden. Movement da hinten bei dem Heli übrigens. Da sind gerade zwei Leute mit einem Pickup gekommen, sind ausgestiegen, in den Heli eingestiegen und wieder in den Pickup eingestiegen. Okay, check. Na, wir gehen jetzt wieder zurück zum Heli. Okay. Und versuchen den Kollegen zu retten. Drop the base. Let's go. Die anderen sind mir egal, Mama. Genau, meine Freunde interessieren mich nicht. Ich will nur das Geld. Ja. Ja, nee, ist klar. Ich bring dir das Geld. In Form von einer 7,62 mm Kugel. Und ich in Form von Tasern. Stromstöße. Sollen ja auch sexuelle Wirkung haben. Vielleicht steht da drauf. Ja, vielleicht. Wäre mega Premium, wenn die nochmal patchen würden, dass man die Geräusche von Autos separat steuern kann zum Ingame Sound. Ja, das wäre echt mega Premium. Geben wir noch eine Minute, 500.000 oder? Eine Minute ist aber wenig. Aber sag ihm, der Unterhändler wird noch 3 Minuten brauchen. Der Chief Nox sagt, der Unterhändler ist noch 3 Minuten hingehen? Da, sie sollen bitte warten. Siehst du drüben da, wo Ferro steht? Ja, die wollen 500.000 oder nichts anderes, die schießen mich jetzt sofort, wenn ich nicht sage, dass Geld überwiesen wird.
Bei einer Geiselnahme wird kein Geld überwiesen, das wird nur persönlich überbracht. Kannst du ihn mal gerne ausrichten. Herr Horsford, jetzt außer Roleplay, bei einer Geiselübernahme wird nicht geschossen, sondern persönlich das Geld übergegeben, nicht überwiesen. Dass Sie das wissen. Das ist jetzt außer Roleplay, wurde mir gerade zugezeigt. Ich glaube schon, weil der Chief Knox hat mir gerade gesagt, dass ein Unterhändler kommen muss, dass man sich das Geld austauschen muss. Dass ich hergegeben werde und dass sie das Geld bekommen mit einem Koffer. Doch. Hol deine Blinklichter aus, der Kollisionslicht. Weg, ich seh sogar in das Haus rein. Ich kann von hier in das Haus rein sehen. Aber hat sich gerade am Fenster gezeigt. Zeigt sich an den Fenstern. Okay, ich bin ja da. Müsste kurz im Pro sprechen. Okay, also er scheint sich an den Fenstern zu zeigen. Oh, die Kollisionslichter aus. Welches Haus geht's denn hier? Dort rechts von uns. 9 Uhr, 3 Uhr. Auf 3 Uhr. Ja. 111. 154 Koordinaten, wenn du es dir markieren möchtest. Ja, ich glaube, ich weiß schon welches. Siehst du nicht das Sechseck um den Kollegen da drin? Nee, das. Ach, da! Ah, doch, jetzt weiß ich erst wirklich, welches gemeint ist. Kennen wir die Position denn schon? Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja, ich werde jetzt zum anderen Haus geraten. Scheinbar schon, wir müssen den Unterhändler reinschicken. Mache ich gerne. Genau, wir schicken dich als Unterhändler rein. Erster Unterhändler. Ja, dann Brammen. Okay. Jawohl! Dann kündige mal an, dass wir in Heli landen, eine Strecke aus. Der Herr Ortsparte fragt, wann der Unterhändler da ist und wer namentlich ist. Wie er heißt. Der Unterhändler hat schon Sichtkontakt. Er heißt UD und wird sich dem Haus gleich nähern mit einem Helikopter und dann auch seine Waffen in den Helikopter legen. Verstanden. Aber ich habe gar kein Bargeld bei, was mache ich denn jetzt? Du verwickelst ihn ein bisschen im Gespräch, lenkst ihn ab. Okay. Und dann schauen wir, wie wir die Nummer gestürmt kriegen. Alles klar. Bram, war schön, dich kennengelernt zu haben. Lächerlich. Ich werde dann überleben. Du wirst draufgehen, Junge. Der Heli darf nicht landen. Der Unterhändler sitzt aber in dem Helikopter drin. Fast droppen, meint er. Ja, er soll Tors droppen, sagt er. Achso. Achso, check. Geht bei der Hellkit nicht, was ein Zufall. Es geht bei der Hellkit nicht. Echt nicht? Dann darfst du ihm gerne mitteilen, dass die Hellkit keine Fast droppen Möglichkeiten bietet. Das ist jetzt aber ungünstig, das müssen die jetzt mal einfach schnappen. Ich habe noch einen Namen. Ja. Noch geweckt zu werden sollte. Wir dürfen gleich noch andere Dinge schlucken. Die dürfen andere Dinge schlucken. Ja, sag ich ja, die dürfen gleich noch andere Dinge schlucken. Achso, die, okay. Wir haben mit runtergezogenen Pimmel reinhauen. Es darf nur der eine Person aussteigen. Wenn zwei Personen aussteigen, bin ich tot. Es darf nur der UD aussteigen. Okay. Ich würde sagen, Alter, eigentlich hätten wir jetzt den Zugriff machen müssen zum Boden, während wir hier landen. Also müssen wir jetzt alle aussteigen und rennen, oder? Nee. Bloß Brammen wird aussteigen. Wir werden möglichst nah versuchen ranzukommen. Und dann wird Brammen landen. Aussteigen. Und den schicken wir einfach da rein. Und wenn er uns sagt, wie viele Leute das sind, können wir je nachdem handeln. Okay, also Brammen, deine Aufnahme, läuft? Ja, meine Aufnahme läuft. Mario, lande ein bisschen mehr. Dreh dich noch ein bisschen mehr. Er ist schon ausgestiegen. Okay, verdammt. Jetzt tue ich meine Waffe hier rein, oder was? Nee, deine Pistole tust du irgendwie in deinen Holster oder in deine Weste rein. Ah, okay. Ja. Bloß nicht in den Rucksack, dass er die halt nicht sehen kann. Sagst du, ja, hier, schau in meinen Rucksack rein. Ist keine Waffe dran. Aber wieso sind wir nicht unten am Boden geblieben? Okay. So, und jetzt gehst du rein und versuchst ein bisschen mit ihm zu verhandeln. Guck mal hallo. Rein, Nox. Hallo? Zwei Personen gesichtet. Achso, ich hab noch Mega-Zoom dran, deswegen sehe ich nichts. Ja. Ich sollte ganz kurz nochmal die direkten Sachen ausmachen. Ja, ich muss ihn weiter.
Genau. Versuch mit ihm zu fahren und sag, dass es nicht so geht, dass es ziemlich viel Geld ist. Positiv zwei Kontakte, einer oben, einer im EG. Ein Kontakt ist hinten rausgegangen. Ich bin unbewaffnet. Ein einziger ist da drin, oberste Etage. Wo ist der? Ja, außerhalb des Hauses ist ebenfalls einer. Der ist nicht ausgestiegen, der sitzt oben in, der sitzt in dem Helikopter drin. Der fliegt den. Ja gut, dann jetzt gib mir sofort das Geld. Ich soll hier kurz nochmal fahren, also 500.000, das ist ein bisschen viel, so viel kann leider die Staatskasse nicht aufbringen von Altes, das tut uns leid.